Herzlich willkommen hier auf dem Shred Education YouTube-Kanal. Heute haben wir nur kurz eine kleine Ankündigung für euch. Und zwar geht es um einen Workshop, den ich in Bremen geben werde. Und zwar findet das Ganze statt im Bürgerhaus Obervieland, eine coole Location, wo auch ein Proberaum ist und ein Studio ist für Amateurbands, die kostengünstig Ressourcen haben möchten, um Musik zu machen. Dort wird quasi ein zweitägiger Workshop stattfinden. Das heißt, am 13. Oktober von 12 bis 21 Uhr geht es um das Thema E-Gitarre im Allgemeinen. Ich werde natürlich diverse Themen anschneiden, wie zum Beispiel Spieltechniken. Melodieführung und Komposition und diverse weitere interessante Themen rund um das Topic E-Gitarre. Ihr könnt mich natürlich auch Fragen stellen, das heißt, alles, was ihr euch wünscht, werde ich da irgendwie behandeln. Und wenn ihr euch für den Workshop anmeldet, könnt ihr natürlich auch vorher bei Facebook oder sonst wo irgendwie Fragen stellen, dass ich mich vielleicht ein bisschen darauf einstellen kann. Am Ende wird es eine Jam-Session geben, die letzten 2 Stunden. Es wird auch natürlich eine kleine Pause zwischendurch geben, ja. So, dass wir ein schönes Gemeinschaftsprojekt haben, wo jeder zeigen kann, was er für Musik macht, wie er Gitarre spielt und wo jeder natürlich auch was lernen soll. Am zweiten Tag, dem 14.10., geht es um das Thema Komposition und Songwriting. Ja, das heißt, wie verwende ich zum Beispiel Keyboards oder andere Instrumente in meiner Komposition? Wie schreibe ich gezielt bestimmte musikalische Passagen, die eine bestimmte Stimmung erzeugen wollen? Ja, und alles wirklich rund um das Thema Songwriting. Auch da werde ich natürlich eine Präsentation vorbereiten und euch Beispiele geben. Und wenn dort Fragen sind, dann solltet ihr die natürlich auch stellen und eine Antwort drauf kriegen. Die letzten 2 Stunden sind hier auch wieder ein Gemeinschaftsprojekt. Das heißt, jeder, der interessiert ist, darf dort seine eigenen Kompositionen vorstellen. Wir können die dann da besprechen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Fragen an die anderen Teilnehmer stellen und Feedback erhalten und all solche Dinge. Das heißt, wer sich für die Themen E-Gitarre und Songwriting bzw. Komposition interessiert, der sollte dieses Event auf keinen Fall verpassen. Weitere Informationen über das Ganze findet ihr auf der Facebook-Seite vom Bürgerhaus. Dieser Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ich würde mich natürlich sehr freuen, euch dort begrüßen zu können und euer Dozent für dieses Wochenende zu sein. Das heißt, bitte meldet euch an und habt dort ein cooles Wochenende, wo ihr was lernt und Spaß habt. Bis dann!